das richtig sehe, muss hier der ein Stern und eine andere Kugel beleuchtet sein. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Macht Sinn. Und hier. Einer steht außen, einer steht innen. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja. Der hier stehen. Einen Punkt. Ich mir noch vorstellen. Und der dann auf. Der dann. Jetzt aber für viel wahrscheinlich, dass die hier darauf leuchten müssen. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Und der leuchtet jetzt auf. Solche Rätsel schlecht. Oh, die Schatten, vielleicht sind die ein Ding. Wait. Ja, da scheint jetzt der Schatten drauf. Scheint Schatten drauf, genau. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Da gibt es aber zwei davon. Der Schatten muss jetzt auf die Sonne. Andersrum. Ich will mal andersrum versuchen. Ansonsten. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun.
nimmt die Sonne. Bis hier. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Okay, bin der Kleine. Es muss diese Form geben. Ein Zähler zeigt auf die Sonne. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Scheint das auf das hier. Muss das auf die Sonne schieben? Etwas verwirrt. Okay. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Okay, der muss gerade sein. Ich verstehe wirklich nichts. Gut, inzwischen Tag werden wir das hier machen. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ich hab das eigentlich so, wie es auf der Lösung steht. Ich die noch mal auf die andere Seite. Aha. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Das musst du jetzt.
Okay, denn eine Komplettlösung steht hier. Auf dieser Perspektive steht dann der. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Steht hier. Das andere Symbol steht der Richtung Sonne. Das war's. Ich verstehe es echt nicht. Ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Ich habe nicht verstanden. Muss ich euch verlassen? Suche nach den Schnatzern. Wie schade. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit. Wie schade, dass er nicht mit reinkommen kann. Sehr schade. Das Rätsel habe ich echt überhaupt nicht gereilt. Revelio. Das ist mit Komplettlösung. Ich habe immer noch keinen Schimmer, was wir da gemacht Sieh haben. Sieh die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss sich vom Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie kommst du darauf? Natürlich. Die Wilderer. Sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Aha. Suchen nach den Schnatzern. Als ob es hier wirklich Schnatzer gibt in diesem Spiel. Revelio. Gilt. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Da habe ich schon so eine Idee. Incendio. Doch nicht. Hier. Ich habe mal die Kiste hier. Die Bodenplatten sind mit Symbolen versehen. Ich weiß. Das macht keinen Sinn. Also ich rede, es kannst du mir den Dummkopf doch nicht geben. So viele Rätsel. Ich bin der Rätselsteller, nicht der Rätsellöser. Andere sind eher der Rätsellöser-Typ.
Oh. Ob hier in der Nähe sonst noch irgendwo Symbole sind, die zu den Platten passen? Das war ein stumpfes Signal. Nein. Okay, haben wir vielleicht irgendwo noch einen Kubus mit einer mit Eis drauf? Incendio! Bombarda! Oh je. Wer auch immer das hier erbaut hat, mochte Bücher. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Revelio. Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. So, das ist nicht mit Würde gebracht. Lumos. Lumos. Protego. Lumos. Das sieht doch ein Kumpus aus, dort drüben. Das da oben könnte es sein. Das ist der Klotz. Weil wir den Raum verlassen haben oder was? Wingardium Leviosa. Also nicht. Das muss doch jetzt. Aha. Natürlich.
natürlich finde ich das gar nicht. Sieh dir das an! Ach nö. Viel ist sicher. Das will ich zu verhindern wissen. Ich mag kein Gemüse. Nächste drauf geht. Man hat die Sau nicht drauf gegangen, aber. Ja. Ein bisschen Paralyse. Ihr kommt ja genau rechtzeitig. Zauberstäbe bereit. Der Kampf. Excalibur, Trigo. Oh Gott, wir sind uns konzentriert. Nix. Das war gegen die Richtung. Ihr unverletzt? Oh. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Aha.
sind wir hier? Da sind sie. Goldene Schnatzereier. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Och, wie süß. Oh, Merlin, wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Na, vielen Dank dafür, mangelndes Budgetopfer. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Ja, mach du mal. Incendio! Ich bin dann mal weg. Ich zünde hier nochmal die Flammen an. Sieht verdächtig aus. Bringt aber nichts. Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, auch nach Hogsmeade. Und dann auf zur Kartenkammer. Okay, Karte nicht verfügbar. Dann müssen wir erstmal zu Fuß hier raus. Ja, wir müssen noch Hogsmeade Zeugs verkaufen. Das war genau das, was ich jetzt noch brauchte. Vor der... Vor der möglicherweise... finalen... Prüfung, der finalen Kampf gegen Weinrock. Schlacht um Hogwarts. Erstmal auf nach Hogsmeade und dann auf zur Kartenkammer.
Vielleicht schaffen wir welche von denen. Ballon. Oder auch nicht. Immer auf den See. Das finde ich irgendwie am epischsten. Man, ja. Ich mein episch. Und hier auf dem Wasser, so auf der Wasseroberfläche. Entlang gleiten. Da geht's lang. Erstmal Hogsmeade vorbeischauen. Auf geht's nach Hogsmeade. So, ich würde sagen, auf zum Klamottenladen. Dann würde ich mal gucken, ob es noch fürs Finale einen anderen Look finden kann. Dann können wir auch mal bei der Gegend mal vorbeischauen. Und dann waren wir hier noch gar nicht drin. Würde es mal ausprobieren, um es ausprobiert zu haben. Was würde sie denn interessieren? Ah, okay, jetzt können wir eine neue Frisur wählen. Warum sollte ich? Jetzt so spät zum Spiel noch das Outfit ändern. Und Kratzer hinzufügen. Von Tierwesen Züchterei. Ich sehe nicht den Zweck davon. Nee, muss jetzt nicht sein. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Der Charakter ist gut, so wie er ist. Den jetzt noch zu ändern, muss nicht. Beeindruckend scheiße.
Katze. Ich habe keine Socken mehr. Wenn ihre Füße riechen, müssen sie sich etwas anderes überlegen. Das haben wir gemacht. Ein Mantel, ein Umhang. Ja. Sehe ich jetzt nichts, was jetzt so wirklich. Können wir uns kaufen? Ausrüstungsfeuer, verstehe. Ja, erst mal verkaufen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Es gibt zumindest ein Upgrade. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Erstmal Tee. Ihm haben wir auch noch nicht geredet. Können wir auch nach wie vor nicht. Gleich mal den Look ändern. Und hier haben wir noch ein Upgrade. Oh je. Gibt es einige Looks, die was, die schon Stil hätten, aber hier die schwarze Robe finde ich am besten. Hallöchen. In dem blauen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich um. Katze. Na dann, Schluss auf Stufe 3. Noch ein bisschen Katzen streicheln, bevor es ernst wird. Na dann, auf zur Kartenkammer.